29. Februar 1932. Vier deutsche Piloten machten sich auf eine Weltreise. Sie wollten Unternehmen und Märkte für die Luftfahrtindustrie finden und profitable Geschäftsbeziehungen aufbauen. Das Flugteam flog ein kleines Flugzeug, das nicht nur von Land abheben, sondern auch auf dem Wasser landen konnte. Die Männer machten sich ein spannendes Abenteuer aus. Doch keiner von ihnen hatte damit gerechnet, dass aus dem Abenteuer ein Albtraum werden würde. Das Team bestand aus dem Piloten Hans Bertram, seinem Co-Piloten Tom, dem Mechaniker Adolf Klausmann und dem Kameramann Alexander von Lagorio, der die Reise filmte und einen Film zu veröffentlichen plante. Die ersten 10 Wochen der Reise verliefen reibungslos. Das Team umrundete die Erde schon zur Hälfte, von Italien aus bis nach Indonesien. Der letzte Stopp, an dem alle 4 Teammitglieder noch beisammen waren, war Jakarta. Hier entschieden sie sich zu trennen und in Shanghai wiederzutreffen. Pilot Bertram und Mechaniker Klausmann waren nun alleine im Flugzeug. Am 13. Mai tauschten beide den Motor der Flugmaschine auf dem Marineflugplatz in Niederländisch-Indien aus, bevor sie in der Stadt Kupang landeten, um aufzutanken. Das war das letzte Mal, an dem sie die Welt so gesehen haben, wie sie sie kannten, bevor die Tortur begann. Bertram und Klausmann flogen nach Australien. Eigentlich hätten sie 830 Kilometer in 6 Stunden brauchen sollen, doch sie erlebten eine Nacht, die sie nie wieder vergessen würden. Es war nach Mitternacht. Das Flugzeug überquerte den Timorsee und sollte zur Dämmerung landen. Wolken zogen auf und die Maschine geriet in einen dunklen, wütenden Sturm. Blitze, starker Regen und tosender Wind durchkreuzten die Pläne der Piloten. Das Flugzeug konnte unter diesen Bedingungen nicht weiterfliegen, weshalb Hans Bertram sofort landen musste. Der Flieger setzte in einer nördlichen Region von Westaustralien auf, hunderte Kilometer entfernt von ihrem eigentlichen Ziel. Die 2 Männer hatten jegliche zu der Zeit moderne Navigationsausrüstung zur Hand, aber trotzdem verirrten sie sich. Sie machten einen Fehler bei der Berechnung der exakten Koordinaten ihres Standpunkts. Sie lagen um ganze 370 Kilometer falsch. Die erste Nacht verbrachten sie im Dickicht des Dschungels. Sie mussten notlanden und konnten ihre exakte Position nur schwer bestimmen. Aber sie waren erfahrene Reisende und das Flugzeug hatte noch etwas Sprit, also blieben sie ruhig und machten ein Nickerchen. In diesem Moment knackte das Geäst und ein Eingeborener vom Balangara-Stamm erschien aus den Büschen. Auch der hatte mit seinen Gästen nicht gerechnet. Sie starrten sich an und tauschten ein paar Worte in ihrer jeweiligen Sprache aus, konnten aber nichts verstehen. Der Eingeborene machte die Biege und die 2 Piloten warteten auf die Dämmerung. Dann wollten sie nach Westen in Richtung Darwin fliegen. Die Maschine hob ab, doch der Sprit war schnell verbraucht. Darwin war längst nicht in Sichtweite und wieder mussten sie eine Notlandung in einer anderen Bucht machen. Jetzt fingen sie an, sich Sorgen zu machen. Sie hatten weder Sprit noch Nahrungsressourcen und wussten nicht wirklich, wo sie waren. Die einzige Option war, zu der Stelle zurückzulaufen, an der sie ihre erste Notlandung machten, um erneut auf den Eingeborenen zu treffen und ihn nach Hilfe zu fragen. Tage vergingen. Ihr Durst und die sengende Hitze folterten sie regelrecht. Es schien, als könnte es nicht mehr schlimmer werden, doch vor ihnen lagen noch einige harte Proben. Mit jedem Schritt verließ die Männer ihre Kraft. Dann begegneten sie einem Schwarm wilder Fliegen. Die waren sehr aggressiv und es gab viele davon und jede einzelne schien einen Bissen der beiden Männer abhaben zu wollen. Bertram und Klausmann rannten, um sich vor den Insekten zu verstecken. Ihnen blieb nichts übrig, als quer durch die Bucht zu schwimmen, um ihr Ziel zu erreichen. Sie sprangen ins Wasser und konnten vor den Insekten flüchten. Doch da drin wartete schon etwas anderes auf sie, ein Krokodil. Doch auch dieser Kreatur konnten sie entkommen. Bei ihrem Überlebenskampf verloren die beiden allerdings Kleidung und Schuhe. Doch sie schafften es aus dem Wasser. Hungrig und völlig zerbissen von den Moskitos mussten sie realisieren, dass sie keine Ahnung hatten, wo sie nach dem Stammesmann suchen sollten. Doch sie wussten den Weg zurück zu ihrem Flugzeug.
Der Gedanke an das Wasser, das sich im Kühler befand, gab ihnen Kraft. Sie entschieden, sich zurückzulaufen. Am 13. Tag konnten sie ihre Maschine wiederfinden. Sie entnahmen den Kühler und tranken all das Wasser aus, das sich darin gesammelt hatte. Nun überlegten sie, was sie als nächstes tun würden, und entschieden sich, die Route durchs Wasser weiter zu verfolgen. Das Flugzeug war mit 2 Schwimmkörpern ausgestattet. Eines verwandelten sie in ein Kanu. Bertram und Klausmann segelten westwärts. Zu ihrem Glück war das Wasser ruhig. Die Männer ruderten, was das Zeug hielt, in der Hoffnung, jemanden finden zu können. Doch sie schlugen die falsche Richtung ein, weil sie ja nicht ihren exakten Standort kannten. Plötzlich bemerkten sie ein Schiff. Endlich waren sie gerettet. Das Schiff war nur 450 Meter von ihnen entfernt. Bertram und Klausmann schrien, wedelten mit ihren Händen und schlugen auf das Wasser. Doch leider konnten sie nicht gehört werden. Und so mussten sie zuschauen, wie sich das Schiff von ihnen wegbewegte. Die nächsten 4 Tage und Nächte verbrachten sie im Wasser. Dann erreichten sie die Küste. Sie dachten, sie wären auf der Melville-Insel angekommen. Also verließen sie ihr Boot und suchten nach Zivilisation. Doch sie fanden nichts außer noch mehr Hitze, Insekten und Dschungel. Geknickt gingen sie zu ihrem Kanu zurück. Zu allem Überfluss war es beschädigt und die Piloten mussten einen Teil zurücklassen. Damit kamen sie nur ein paar Kilometer voran, ehe sie wieder zur Küste zurückrudern mussten. Bertram und Klausmann wussten nicht, was sie tun sollten. Sie schlugen ein Lager unter einem Felsen auf, um sich vor schlechtem Wetter und der Sonne zu schützen. 39 Tage waren vergangen, seit der Sturm sie überrascht hatte. Bald hatten sie ihre ganze Hoffnung an den Nagel gehängt, als sie plötzlich einem Aborigine-Stamm begegneten. Die Ureinwohner halfen den beiden Männern und gaben ihnen Essen und Wasser. Und eine Woche später traf ein Rettungsteam ein. Es stellte sich heraus, dass 60 Menschen nach den beiden verloren gegangenen Männern gesucht hatten. Tatsächlich suchte das Rettungsteam fast exakt dieselbe Route ab. Es fand das Flugzeug und Bertrams Stofftaschentuch. Wären Bertram und Klausmann nur ein bisschen länger bei ihrer Flugmaschine geblieben, wären sie schon viel eher gerettet worden. 39 Tage lang überlebten Bertram und Klausmann im heißen Dschungel. Das mag vielleicht nach einem Scherz klingen, aber ein Australier wiederholte deren Erfahrung ganz absichtlich. Er machte sich 2017 zu dem Ort auf, an dem Bertram und Klausmann notlanden mussten. Er lief und segelte denselben Weg ab, den die Männer 1932 nahmen. Er verzichtete auf Essen und Wasser und rüstete sich mit denselben Navigationsgeräten wie die beiden Piloten aus. Er wollte sich selbst beweisen, dass er das überleben würde, was den beiden Männern widerfahren war. Und das tat er auch. Er nahm sogar seine gesamte Reise auf Kamera auf und produzierte eine Doku. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.